Hallo Welt, da sind wir wieder. Auf zum Camp, Kronkorken einlagern und den Weihnachtsverbrannten suchen. Vielleicht bedenken, das Dekorieren der hiesigen Fauna mit roter Nase fehlgeschlagen. Ach so. Und Kreaturen sind... Erstmal verwerten. Keine Lösung. Oh, wir haben gar keinen Schrott gesammelt. Nichts an Schrott gesammelt. Wie kommt's? Wir schmeißen hier rein. Oh, wir haben auch schon eine legendäre Waffe. Och, sollen wir zu einem Händler? Schaden kann es ja eigentlich nicht, aber... Abgekochtes Wasser, so viel. Ein bisschen passt hier rein. Ah ja, die Airdrops. Viel Zeug davon. Und brauchen wir die Weihnachtsflut? Nein. Wenn Sie mit Ihrem Geschenk unzufrieden sind, diese Einheit ist nicht zum Umtauschen berechtigt. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die nächste Rocco-Kundendienst-Elfenwerkstatt. Ja, da können wir noch machen nichts hier. Vielleicht sollten wir die Modifikationen alle verkaufen. Ach, das ist doch alles nichts. Diese Einheit ist auf die folgenden moral steigenden Aktionen spezialisiert. Frohlocken, Freude, Fröhlichkeit. Wir müssen wohl so loslaufen. Okay, wenn wir überladen sind gleich, dann werden wir das Wasser wegwerfen. Ach, wo laufen wir denn hin? Wir haben sehr gut gebaut, hier ist gar kein Händler in der Nähe. Baupläne, ich will aber gar keine Baupläne mehr haben. Wir haben jetzt alles, was wir haben wollten, haben wir jetzt. Wo ist denn ein Händler hier in der Nähe? Der nächste ist in Sutton, glaube ich. Oder in Grafton. Grafton ist der nächste. Morgantown ist da schon weiter weg. Da unten. Scan nach braven Jungs und Mädchen gestartet. Ja, einen Weihnachtsverstrahlten müssen wir wenigstens finden. Diese Welt zum Mottenmann-Dingen hier im Point Pleasant sind ja auch einige. Was? Das ist voll der weite Weg, aber unterwegs finden wir auch noch welche. So, da gehen wir jetzt hin. Zack. Wir brauchen ein Fahrrad. Ich hätte mir schon längst ein Fahrrad oder sowas genommen. Ein Skateboard oder so. Ja, ein Skateboard wäre gut. Also wenn hier so viele Dinger rumfliegen, Drohnen oder so, dann hätte ich mir vielleicht so ein Ding geschnappt. Wäre darauf immer hier rumgeschwebt. Fahrräder wären echt gut. Und was ich gerade sagte, Skateboards.
Das ist doch Absicht, damit wir wieder überladen sind. Sind wir aber nicht. Haha. Ja, wir haben irgendwas gefuttert, was uns richtig gut tragen lässt. Das hat uns richtig Kraft gegeben. Wir haben es ja nur auf die Geschenke abgesehen, ich weiß. Point Pleasant, voraus. Ja, und dann treffen wir ja noch auf Verbrannte an... Was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist doch diese... Dieses... Es ist doch... Es nennt sich... Es ist... Es ist... Ist das. Wie heißt das? Pharma irgendwas, Brüder. Die Farmbrüder. So, wir nennen das einfach die Pharma-Brüder. Jetzt, heute einmal. Demnächst wissen wir schon wieder, wie das heißt. Oh, ein Wolf und wir haben kein Messer dabei. Na, egal. Können wir eins bauen? Wir haben ein Beil dabei, hilft das? Hm, das wird nicht helfen. Wir sind gut. Die einzige... Oh, der hier hat eine 45er Patrone gegessen. Die einzigen Wölfe hier. Und wir müssen sie mit einem Beil hauen. Habe ich mich vertan? Die Farmer kommen gar nicht. Da ist doch so ein Gewächshaus da vorne. Was? Nix, nix, nix. Okay. Das scheint mir dann doch ganz woanders zu sein, das Gewächshaus und so. Ah, hier sind doch schon alle tot. Das ist doch auch wieder nichts. Ah, nein. Der war wenigstens legendär da drüben. Wow, was hatte der in der Hand? Irgendwas? Und nu? Na, jetzt gehen wir da erstmal hin. Oben legendär, unten Weihnachtshelfer. Ja.
Oben legendär. Nee. Und wie kommen wir rauf? Über eine Treppe. Wir nehmen diesen Weg. Ich sehe nichts. Ach so, von da schießt einer. Du lebst? Wer hat dir das erlaubt? Au, die Maus! Oh nein. Ein Kirchenverbrannter ist ja auch noch da. Vielleicht ein Weihnachtskirchenverbrannter, das wäre gut. Weg. Ach so, ja richtig, weg. Das Wasser müssen wir mal abwerfen. Ach, die können wir wieder nicht mitnehmen, Grognacks Axt. Leider, ich wollte die sammeln eigentlich, weil ich nicht weiß. Sind die nicht doch selten irgendwann? Weil ich nicht weiß, wie oft es sie gibt. Ach, in der Kirche ist doch bestimmt auch noch ein... Oh, hoppla. Wer hat das gesagt? Du! Da ist ja noch einer. Oh nein. Man kann einfach nichts liegen lassen. Ich will ja schon alles liegen lassen, aber es geht nicht. Waren hier immer so viele Responder? Ich erinnere mich nicht dran. Ja, vielleicht ein, zwei, aber hier sind doch total viele jetzt auf einmal, die rumliegen. Ist das ein Loch? Ja. Ja. Das war's dann hier. Vielleicht gehen wir noch zum Camden Park und gucken, ob wir da... auch noch einen finden. Ich glaube, dann müssen wir hier in diese Richtung, oder? Und ja, wir könnten in diese Richtung. Hillfolk Hot Dogs. Aha. Der Camden, ach hier ist das. Kanawa, Bezirkshof? Nein, das meine ich nicht. Landwirtschaftliches Zubehör, Lewis und Sons, das meinte ich am Anfang. Ich dachte, das wäre hier irgendwo und wir würden da vorbeikommen. Das ist ja total weit weg, da brauchen wir ja 10 Folgen, um da hinzukommen. Naja, dann mal los. Ist denn hier vielleicht noch ein Weihnachtsverbrannter? Na, egal. Wir gehen weiter. Bleifliegen? Oder Schlimmeres?
Ah, schon vorbei. Haben uns nicht entdeckt. Vielleicht hätten wir besser hier irgendwie bauen sollen. Ganz schön weit weg haben wir gebaut. Wir müssen das Camp umlegen demnächst. Ein Schatzsucher. Waldschatzkarte 4. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Ein abgestürztes Flugzeug mit Kreuz daneben. Wir nehmen das mit. Und das Wasser auch. So. Der Schatzsucher mit der Machete. Na, oh, die schon wieder. Was macht ihr da? Wollen wir nicht gucken, was die haben? Ich frage mich gerade, warum ist das Ding hier abgestürzt? Das ist doch sonst nicht hier, oder? Da ist sogar was drin. Ich glaube, das war sonst nicht da. So viele Sachen, die wir sammeln können. Ich bin mir ganz sicher, wo kommt denn das her? Das ist doch von der Bruderschaft. Vielleicht. Oder von der Enklave. Moment. Eigentlich reicht ja ein Bild davon, aber als Beweis haben wir mal von allen Seiten, von drei Seiten wenigstens, fotografiert. Wow, was war denn das, bitteschön? Der Mottenmann ist da. Wir brauchen einen Flügel von ihm. Hey, komm her, gib uns deinen Flügel. Wo bist denn du? Ah, zu spät. Der ist weg, oder? Ah, der war nur kurz hier, glaube ich. Der Weise war das vielleicht nicht. Der Weise ist netter. Wie sollen wir denn Mottenmann-Flügel überhaupt bekommen? Vom Mottenmann. Ja, aber wir bekommen doch gar nichts raus aus dem Mottenmann. Haben wir nicht schon mal, wir haben doch irgendwann schon mal einen toten Mottenmann irgendwo gesehen. Und so Flügel, glaube ich, hatte der nicht dabei.
Oh Mann, oh Mann, jetzt erinnere ich mich, das ist ja noch ein weiter Weg, den schaffen wir nicht in dieser Folge. Aber vielleicht in der nächsten. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.